Darf ich rein? Ja, wir müssen mal schauen, wenn es zu voll ist, dann regulieren wir so ein bisschen wegen dem Service, dass alles gewährleistet ist, dass es heiß rausgeht. Und wenn man besser 5 Minuten vor der Tür warten kann, dann braucht man drinnen nicht so lange warten. Ah, ja, okay, dann schauen Sie doch bitte mal, ob ich rein darf. Ja, mach ich. Ob ich dazu rein darf? Bitte schön, junge Frau, Sie dürfen rein. Oh, Platz vielen genug Dank, war. Danke. Viel Spaß. Ja, Jürgen, ich durfte rein, guck mal. Ich bin jetzt hier im Hafen 5 und ich verstehe jetzt auch warum. Hier ist nicht so viel Platz und wenn es zu voll wird, dann wird es sehr eng. Und hier kann man ganz bequem an Essen und Trinken herankommen. Ich glaube, ich möchte jetzt mal was trinken. Kommst du mit? Steht der Koch, den werde ich mal fragen, was es hier so zu essen gibt. Also im Angebot leckere Rosmarinkartoffeln mit Knoblauchsoße, eine feine Wildbratwurst aus Reh, Hirsch und Wildschwein vom Schloss Gödens, dazu einen leckeren Preiselbeersenf. Des Weiteren haben wir schöne herzhafte Käsewürfel mit Weintrauben, Brot, eine leckere vegetarische Lauchkäsesuppe. Leckeres Pfannengemüse mit einem schönen Kräuterdip, marinierte Hähnchenbruststreifen mit Erdnusssoße, Saté-Style, indonesisch und ein leckeres Steak-Sandwich. Kleines, schönes, gebratenes Rumpsteak mit einem schönen Dip, Italiano-Style, ein bisschen italienisch angehaucht mit Parmesan und Salat und Knoblauchgarnelen zu guter Letzt. Das klingt ja lecker, da weiß ich ja gar nicht, was ich essen soll. Was können Sie mir denn empfehlen? Auf jeden Fall die Rosmarinkartoffeln, dazu die leckere Wildbratwurst. Läuft immer, geht immer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, was sehe ich denn da? Was bekommen. Wir müssen ja noch ein bisschen arbeiten. Ne? Ja, eigentlich schon. Müssen wir ganz freundlich bitten. Ach bitte, ja. Machst du das? Ich habe gerade von was ganz Tollem gehört. Ein Teil kommt aus Norden. Das ist der Gin. Das war der Gin. Das ist schon mal richtig, ja. Das war richtig. Ja. Und dann war da noch was mit Apfel. Und der kommt aus Aurich. Der kommt aus Aurich. Ist doch sehr ostfriesisch. Kriegen wir sowas? Zweimal? Ja, bitte. Ja, sehr gerne.
Also die Kamera steht hier auf dem Stativ. Ja, da kann nichts insofern passieren. Kann das nicht schräg werden jetzt. Also kann noch ein extra Schuss werden. Ah, ich glaube nicht, das gibt Ärger. Das ist, du hattest es vorhin so schön gesagt, das ist Gin, Apfel oder Apfel-Gin. Oder wie heißt das jetzt genau? Also ich guck mal nach. Gin-Apfel. Gin-Apfel heißt ja. Das. Ja. Das ist ja halt was ganz Besonderes. Genau. Zweimal für euch. Wunderbar. Danke schön. Das geht nachher auf den Spießen. Machen wir. Also, Gin-Apfel zum Wohle. Das kann man sagen. Ich habe gerade eben hier das mit der Hupe gehört und das ist nicht wie beim Fußball, wo da mal ordentlich Krach gemacht wird, sondern hier wird die Hupe benutzt, wenn das Essen fertig ist. Dann weiß der Gast, so, jetzt kann ich mein Essen abholen. Genau. Ja, wir haben alle Hunger. Hey, hat es dir gut gefallen? Ja, sehr gut, danke schön. Kommst du denn nochmal wieder? Gerne. Darf ich denn jetzt gehen? Ja, unbedingt. Tschüss. Tschüss.